Was? Diese Attacke war wirklich sehr effektiv. Eieiei. Das klappt mir kaum. Willkommen, liebste Freunde YouTube-Urben. Ich habe bei letztem Mal einen Cliffhanger raufgelassen, nämlich wir waren nämlich beim Arena-Kampf gegen den K1 in Atzenhausen City. Und der hat mit seinem Kakuna voll auf die Kacke gehauen, aber es hat nichts geholfen, denn unser Bazi, der hat auch was drauf. Der hat nämlich gerade Ember eingesetzt, also Glut, und hat diesen Kakuna in die ewigen Jagdgründe verfrachtet. Level 17, Feldi erreicht nicht Level 11 und der K1 ist besiegt. Und wir sind jetzt endlich froh, denn jetzt können wir endlich wieder unser Gaudi-Würmli einsetzen. Das gehorcht uns jetzt, glaube ich. Ja, meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Gut. Erhält 16.000 Euro. Ah, erhält Insektorden. Das freut mich doch. Kennst du die Vorzüge des Insektordens? Durch ihn gehorchen die Pokémon bis zu Level bla bla. Deine Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bla bla. Aber jetzt bin ich gespannt. Was ist TM 94? TM 94 ist... Das erklärt er gleich. Enthält Zorn... Oh, das ist eine starke... Das ist eine starke Käferattacke. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke. Je länger der Kampf dauert, desto besser wird... Der Angriff. Das ist eigentlich eine geile Attacke. Ich liebe TMs. TMs haben sowas Mystisches an sich. Also da haben die Attacken Komplexität, die es mit anderen Attacken nicht haben. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Ja, schön. Okay, Freunde der YouTube-Burm, jetzt haben wir diese Arena geschafft, den Atzenhausen City. Jetzt könnten wir eigentlich weitergehen durch den Eichelwald. Den Steineichelwald. Aber vorher gehe ich jetzt noch ins Pokémon Center und wisst was, das cutte ich, weil das will ich euch ersparen. Und dann treffen wir uns vor dem Pokémon Center wieder. Ist doch was, oder? Also, bis dann gleich. So, frisch aus dem Pokémon Center und mit im Gepäck habe ich eine Überraschung. Nämlich, in der Leitung ist der... Shotgunita, servus miteinander. Das Gaga, der Shotgunita ist da. Im Fleckmondorf, dem Atzenhausen City. Wir haben in der letzten... Genau. Wir haben in dieser Folge, haben wir den Arena-Leiter fertig gemacht. Oh, oh. Oh, ah, das ist der Ding da. Das ist der Rivale. Den kannst du sogar sprechen. Ganz böse musst du sprechen. Sag mir etwas. Ganz böse. Böser geht nicht. Okay. Ist es wahr, dass du Team Rocket zu... Ja, okay. Was? Jetzt. Was? Du hast sie geschlagen? Ha! Hör auf zu lügen. Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Oh, nee. Das ist ein Kampf, das habe ich nicht gewusst. Das ist immer ein Kampf, wenn der kommt. Shogun möchte kämpfen. Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass... Nebulak. Nebulak ist ein Geist. Der Bazi. Kommt der Bazi dem Fackel mal ab, oder? Der hat eigentlich... Müsste eigentlich super hinhauen. Müsste eigentlich hinhauen, oder? Das ist ein Gas-Pokémon mit ja, Feuer und so. Ja, nein, aber das ist ein Geist-Pokémon, kein Gas-Pokémon. Und jetzt schläft er. Wo habe ich eine... Du musst deinen Beutel hineinfassen. Habe ich... Nein! Scheiße. Ich muss jetzt so lange schlafen, ja. Ich habe keinen Schlafaufwecker. Das nervt mich jetzt. Vielleicht hast du ja Glück und der wacht bald schon wieder auf. Der Schlecker. Bitte wach auf. Also in der letzten Folge sind wir durch die Arena durchgerusht und jetzt in der Anfang der Folge haben wir eben den Arena-Leiter noch besiegt. Ich war kurz im Pokémon Center, deswegen der Schnitt. Und in dieser Zeit ist der Shogi wieder zu uns zurückgestoßen. Genau, ich bin aus dem Pokéball herausgesprungen. Genau. Was denkst denn du, wie schaut denn ein Pokéball von innen aus? Tyrakrok, was ist denn ein Tyrakrok? Also ich weiß weder, was das für ein Pokémon ist, noch weiß ich, wie ein Pokéball von innen ausschaut, aber... Der mal an Floribori erwechseln, oder? Ja. Feli, Aaron, Eli, Floribori, Feldi. Der mal an Feldi. Klar. Die hört auch alles mit I auf, oder? Der Bazi. Ey, verweichlichte Pokémon-Schau habe ich. Ja. So, Feldi. Ja, weil die haben alle so... Pokebälle, wo es innen drin ganz flauschig weiß ist. Mhm. Wie in einem Dings. Ich glaube, das schaut aus wie in so einer Gummizelle. Ja, glaube ich nämlich auch. Wieso? Überleg mal, wenn die Leute laufen und du bist der Pokémon da drin, dann haust sich ja oben nach und runter. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es auch ganz anders. Wer weiß, wie die Wahrheit aussieht. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt was bringt, deswegen wechsle ich lieber auf den Floribori. Ja.
Das war, aber dafür kriegt es Erfahrung, ja, ja. Sagt, genau. Raserei. Eieiei, das ist jetzt Raserei, das baut pro Runde, glaube ich, nur auf. Deswegen tue ich jetzt Schlafpudern. Es ist auf jeden Fall. Nein! Es hat keine Wirkung, es kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, das nervt. Oje. Es hat schon wieder keine Wirkung, warum denn? Ist es vielleicht der Stein irgendwie noch mit drin? Ja, ja, nein, das ist, glaube ich, Kampf und Wasser, ist endlich. Jetzt sind wir Pari. Jetzt sind wir Pari, lieber Gegner. Mit Schlaf da halt. Ja. Schlafen. Das hat er überhaupt keinen. Das hat er überhaupt keinen Einschlag. Ah, macht nichts. Den besiege ich schon noch. Den besiege ich schon noch. Mit der schlaft der, also von daher. Ja, ja. Das. Ja, Volltreffer, ja. Ja, super. Schaut doch gut aus, oder? Ich war ganz gut mit, ja. So habe ich das auch geplant. Da kriegt der Floribori, wird wahrscheinlich absteigen. Erleben. Ja, und der Feldi auch. Wenn ja? Er jetzt, wenn er nicht aufwacht. Das ist ja mein Smegma, Floribori. Und der Feldi ist mein Zuan Beibart. Mein Zuan Beibart. Mein Ad. Kennst du Ad, das lateinische Ad? Sapes verbum latinum latinae linguae at. Na, weiß ich nicht. Das heißt zu und bei auf Deutsch. Feldi erreicht Level 11. Achso, ja, at kenne ich schon. Ja, genau. Aber ich habe jetzt gerade an was anderes gedacht, aber. An Ad. Ja. Setz Zubat ein, Shahi. Ja, ich möchte Pokémon wechseln. Mein Aron, das mich so bös behandelt hat, mein Gaudiwürmli. Das kennst, das weiß der, gell? Ja. Das hat mir nicht gehorcht. Ja. Aber der macht das jetzt fertig. Glaube ich nämlich auch. Aber es kommt keine Steinattacke. Keine Steinattacke. Kreideschrei. Stinkt stark. Ah, super. Super Schall. Hoffentlich wird das jetzt nicht verwirrt. Na. Ja, sagt das nicht. Ich hab schon alles erlebt. Ja, und tatsächlich, jetzt wird's verwirrt. Nervt. Oh je. Hoffentlich verletzt er sich nicht selbst. Ja, der mal Klammer griffen. Ja, schön. Okay, das macht auf Anschlag fast fertig. Ui. Kennst du nicht mein Gaudiwürmli? Mein Gaudiwürmli ist. Oh, ein Unlichter. Für jede Überraschung zu haben. Gaudiwürmli ist sehr schlecht. Ja, aber ich habe mir nur gedacht, wenn der Kreideschrei das sehr stark die Verteidigung sinken lässt, verstehst? Naja. Habe ich mir gedacht, dann. Naja. Aber das verdient ehrlich gesagt der Aron ein bisschen, weil der hat mich in den letzten Folgen so im Stich gelassen. Ja. Und deswegen, der ist nicht mehr verwirrt, endlich, Gott sei Dank. Jetzt habe ich gerade wieder eine WhatsApp bekommen. Oi, das hat reingehauen. Ja, du hast dieselbe WhatsApp bekommen wie ich wahrscheinlich. Okay. Das war nämlich der General. Ja, tatsächlich. Der geht nämlich dann ins GW, ins Guild Wars. Und ich glaube, vielleicht nehme ich das auch noch auf. Dann haben wir nämlich 1000 Folgen, die wir im Vorhinein holen. Ja, weil wir machen nämlich Aufnahmemarathon. Ja, wirklich Aufnahmemarathon. Und so viele habe ich noch nie aufgenommen in den letzten Tagen. So, jetzt tun wir du weiter vorlesen. Ich hasse Schwäche. Pokémon Trainer. Es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Boah. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Also, es ist schon echt voll der Satz. Also diese Rede Sadist, gerade. Voll diese Rede. Verachtend, sadistisch. Ja. Wenn wir mal wieder Pokémon heilen. Ja. Also jetzt sage ich da mal kurz, ist ja nur immer unser Let's Play, wie unser Team, unser Pokémon-Team, wie ich mir das vorstelle. Darf ich dir das vorsagen? Ja, sag's mal. Also ich baue auf Pokémon, die sich sehr weit entwickeln können. Also drei Stufen haben. Unter anderem mein Starter, das ist unser Feuer-Pokémon, das ist der Dabazi. Ja. Feldi habe ich, will ich auf die Dauer zum Golbat und dann zum X-Bat entwickeln lassen. Mhm. Floribori ist jetzt noch im Team, weil es gut einschlafen kann, werde ich aber jetzt nicht weiter drin haben. Eli ist ein Visor, das wird rausgekillt.
Aron könnte ich eventuell zu Stalos entwickeln. Zum Stahl-Pokémon. Und Feli, ich weiß nicht, das ist aus dem Ei geschlüpft. Ich glaube, das kann man weiterentwickeln. Ja, aber das ist jetzt nicht so, was ich noch geplant habe, also was ich wirklich dauerhaft geplant habe, das ist Gift und Flug, das ist Feuer, das ist vielleicht Stahl und Gestein. Ja. Und dass ich dann ein Wasser-Pokémon ist bei mir ein Sepa. Weil das kann ich zu Seemon und dann zu Cedra King entwickeln. Und Cedra King ist hammergut. Es ist wirklich ein saustarkes Pokémon. Oder? Ja. Ja, und vor allem ist halt auch wichtig, weil du dann den Surfer oder wie das heißt. Elektro habe ich noch keine Ahnung, wie ich da. Vielleicht durch mein Vati hochleveln, also mein Schaf-Pokémon. Das kennst du, oder? Das kenne ich, ja. Ampharos Vati. Das könnte man hochleveln. Ich tue sogar das mitnehmen, wenn ich es habe. Und austauschen gegen? Weiß jetzt noch nicht, schau mal. Ich finde den Namen immer noch so geil, ich weiß nicht. Das weckt alte Erinnerungen einfach. Was denn? Pilz, den Namen. PC? Ja, na, PC von So, Eli ablegen. Sorry, Eli. Mitnehmen. Ist Susi, My Car, Lion T. Ich muss ja sagen, ich kenne ja die neuen Pokémon gar nicht einmal so gut. Ja, deswegen ist es auch für dich ja eigentlich ein ziemlich interessantes Let's Play, oder? Ja. Sag, den kannst du mal vorlesen. Bis zu 20 Pokémon pro Box. Du hast schon drauf gedrückt, als ich wieder auf den Bildschirm geschaut habe. Weißt du, was ist eigentlich jetzt eine gute Aktion, einmal hier einen Cut zu setzen? Und in der nächsten Folge gehen wir dann in diesen Wald hier, von Atzen City in die Atzenhausen, in Steineichenwald. In den Steineichelwald. Bin ich gespannt. Steineichelwald. Gut. Daumen hoch. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fährt euch. Servus.